Moin Leute, herzlich willkommen. Neue AKF. Wir sind heute auf dem Weizen. Das hier ist Mist, der hier liegt. Ihr fragt euch jetzt alle, was ist das, Hannes? Wo kommt der her? Mein Nachbarbetrieb bekommt ja von mir das Stroh. Also ich lege das ja nur auf Schwatt. Er beräumt das sozusagen. Und ja, zum Tausch bekomme ich Mist und Gülle und Gärreste zurück. Deswegen, das haben wir jetzt die letzten Wochen hier schon hergefahren. Wenn hier die Zwischenfrucht steht, werden wir das in den Bestand reinfahren. Und gucken wir uns jetzt mal den Weizen an. Das ist ein Grannweizen. Hier oben ist relativ schlechter Boden, also weiter drüben steht er ein bisschen besser. Aber an sich muss ich sagen, selbst hier, wo man das, hier sieht es ja nun langsam schon reif aus, haben wir trotzdem große Körner. Da, wie ihr seht, so sind trotzdem große Körner. Hier vorne ist aber eine kleine, ja, eine Sandbüchse. Gehen wir mal ein bisschen im Bestand rein. Hier haben wir den Versuch gemacht mit Direktsaat, Kläden und Tigerdrill. Ich kann euch sagen, über das ganze Jahr, man hat keine Unterschiede gesehen. Riesenunterschied war die Befahrbarkeit bei der Kläden und bei der Direktsaat war deutlich besser. Hier oben ist der Bestand wirklich sehr dünn. Wir gehen mal hier ein paar Meter weiter rein vielleicht. Da sieht das nicht ganz so mau aus. Muss sein, der Bestand hier hat auch wirklich sehr unter der Trockenheit gelitten. Wir gehen auch gleich, fahren gleich nochmal zum anderen Bestand gucken. Der sieht da deutlich besser aus. Alles in allem, muss man aber sagen, sind ja trotzdem relativ schöne dicke Ähren hier. Und wie gesagt, je weiter nach unten nachher, desto besser sieht der Bestand aus. Also schöne dicke Ähren. Und wir haben hier auch teilweise 4 Körner pro Spindelstufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ist jetzt auch nicht so viel, aber wenn man bedenkt, 4 Körner pro Spindelstufe, dann haben wir 60 Körner pro Ähre. Das ist schon mal ein kleiner Anfang. Ja, was hat er so an sich, der Grannweizen? Der soll ein bisschen besser die Trockenheit abkönnen. Eins kann ich euch sagen, ein Punkt ist auf jeden Fall da. Der wird super krass von Wild gemieden. Also Wild mag das gar nicht mit diesem Grann. So, jetzt haben wir hier den Übergang. Wir gucken uns das mal an. Hier ist Kläden. Hier haben wir jetzt die Tigerdrill. Es sind die Pflanzen natürlich mehr verteilt, ne? Breiter verteilt. Was wir aber aus der Gerste schon sagen können, die Kläden hat schon solide Ergebnisse. Da, wo denn Regen war, stehen auch 10 Tonnen auf dem Hektar. Und hier müsste, genau, hier fängt Direktsaat an. Also hier endet die Tigerdrill und hier ist Direktsaat. Wir werden, soweit das alles klappt, auch mit dem Drescher, werden wir die ganzen Parzellen einzeln rausdreschen, mit den Überladewagen verwiegen. Und dann hoffe ich, kann ich euch auch was sagen dazu. Zu dem Ganzen ist natürlich teilweise auch ein bisschen schwierig, weil wenn ein bestimmter Streifen mal eine Senke mehr erwischt, dann kann das natürlich schon das Ergebnis nach oben oder nach unten drücken. Von daher, aber ich bin eigentlich zufrieden, so der Bestand ist solide. Hier sieht man wieder den Unterschied, hier kommt wieder die Tigerdrill. So, hier sieht der Bestand doch schon deutlich besser aus. Ne? Jetzt wird das hier immer ein bisschen besser. Da kommt wieder so eine trockene Zone. Und ab hier vorne müsste dann Direktzeit kommen, genau. Ab hier sieht man tatsächlich auch einen kleinen Unterschied. Aber alles in allem zufriedenstellend. Ich muss auch sagen, das hier ist von allen Weizen der schlechteste. Steht nicht auf dem besten Boden, muss man sagen. Also das ist wirklich der schlechteste. Die anderen sehen da deutlich besser aus. Aber wenn wir jetzt hier auch mal so eine bisschen bessere Zone hier angehen. Hier.
dann haben wir da trotzdem schöne Ähren. Also dieses Jahr fällt auf jeden Fall auf, die Ähren sind schön gefüllt. Ne, viele Körner und große Körner, was das hat die Gerste auf jeden Fall auch schon. Jetzt gehen wir gleich mal gucken. Also Komplize heißt diese Sorte. Wir fahren jetzt noch mal zum anderen Weizen gucken. Und dann habe ich heute noch ein bisschen Sonnenblume auf dem Plan. Fahren wir noch mal zu der Lichtfalle bei Maiskünstler gucken. Und dann war es das schon mit der AKF. Wir hatten ja nur gestern Regen. Gestern, heute ist Freitag, gestern war Donnerstag. Logischerweise. 8. Juli. Genau. Achso, was ich euch vielleicht nur sagen kann. Das ist der einzige Weizen, den wir Wachstumsregler gefahren haben. Der war relativ früh. Der ist ungefähr 2 Wochen früher als alle anderen Weizen hier in der Region. Und hier in der Region nicht von mir. Und war auch so, da war noch die Feuchtigkeit da. Der war relativ früh schon in der 30, 32. Sodass ich gesagt habe, den lass mal doch machen. Letztendlich wäre der sicherlich auch ohne gut gegangen. Alle anderen sehen dann doch ein bisschen besser aus, vielleicht, muss ich dazu sagen. Ansonsten haben wir hier einmal die Ährenbehandlung gemacht, ein Fungizid, sonst gab es gar kein Fungizid. Also keins während der Wachstumsphase. Und wie gesagt, einmal Wachstumsregler und normale Herbizidbehandlung im Frühjahr. Das war es als Einsatz. Und ja, letztendlich muss ich mal aufrechnen, waren das irgendwo bei 140 Kilogramm Stickstoff und dann mit Stickstoffbakterien und mehrere kleinere Dosen direkt beim Pflanzenschutz mitgenommen als Stickstoffdünger. Aber wir werden gucken bei den Ergebnissen. Wir hatten alles mit dem N-Tester natürlich gemacht, die Stände kontrolliert und wir hatten da keinen Bedarf. Also von daher die Stickstoffmenge jetzt nicht zu wenig, alles natürlich teilflächenspezifisch. Das heißt, die 140N hier auf den Sandkuppen ist natürlich deutlich weniger. Und in den Senken sind wir dann doch schon an den 200N. Gut, dann los, Leute. Dann fahren wir nochmal zum anderen Weizen. Zieht sich schon wieder so zu. Nicht, dass ich wieder nass werde. Hier, ganz interessant, Leute. Das ist wirklich ein interessanter Funfact hier vorne. Hier stand ich im Frühjahr mit dem Güllefass. Und hier haben so ein bisschen die Gärreste nachgetropft. Hier an den beiden Stellen. Die waren während der Wachstumszeit, waren das wirklich die besten Stellen. Also war wirklich dunkelgrüne, solide Pflanzen, Riesenblätter. Aber als der Trockenstress anfing, waren die beiden Zonen, haben die sofort abgekackt. Also das zeigt auch so ein bisschen den Unterschied. Wie gesagt, die sind dann direkt in die Notreife gegangen. Und haben auch nur kleine Körner. Wie gesagt, die waren super versorgt. War die üppigste Stelle hier auf dem ganzen Schlag. Das ist so verrückt, wie sich das jetzt geändert hat. Und da hätte ich gedacht, so vom rein optischen, ah Mensch, vielleicht hätten wir im Frühjahr doch ein bisschen döller andüngen müssen, wenn wir ein bisschen noch größere, üppigere Blätter haben. Aber an der Stelle sieht man es sofort. Sobald der Trockenstress kommt, sind das die Stellen, die aussteigen. Wie gesagt, da hätte ich gedacht, das ist die beste Zone. Und vielleicht hätten wir ein bisschen mehr geben müssen. War aber letztendlich gar nicht so. Gut, fahren wir mal zum nächsten Stück. So, jetzt sind wir hier gut 5 Kilometer weiter gefahren. Sorte Informa. Auch besserer Boden. Der sieht natürlich ganz anders aus. Ohne Wachstumsregler gefahren. Steht wie eine 1. So, gehen wir mal ein bisschen durch, gehen wir ein bisschen weiter im Bestand rein. Der sieht auch deutlich besser aus und ihr seht, da bringt das Wasser wohl schon noch was, ne? Alles, was grün ist, ne? Und der hat noch Wasser bekommen. Da wird noch weiter Photosynthese betrieben. Und dann füllt er auch noch weiter die Körner. Wenn wir jetzt die und Ähren uns mal angucken, das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Das ist ja 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Und teilweise war ich hier schon mal gucken, bis zu 5 Körner pro Spindelstufe. Guck mal hier, wir haben hier 1, 2, 3, 4 sind es hier. Ja, alle um die 4. Der sieht wirklich grandios aus.
Der kann auch wirklich gut Ertrag bringen. Ich muss sagen, so steht eigentlich der ganze restliche Weizen auch. Der steht wirklich gut. Nicht alles hier ist wirklich guter Boden. Hier ist richtig Schwarzerde mit bei, hier unten. Aber im Gesamten steht er wirklich gut. Und was mir dieses Jahr aufgefallen ist, wirklich super homogen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dieses Stück ist ohne Stickstoffbakterien. Alle anderen habe ich mit. Aber dafür hat der natürlich ein bisschen mehr Stickstoff bekommen, um dasselbe zu haben wie alle anderen auch mit Stickstoffbakterien. Also letztendlich konnte ich einen kleinen Effekt schon sehen durch den Endtester. Ne? Hier hatten wir halt nochmal einen Bedarf am Ende oder ein bisschen mehr Bedarf, den wir gedüngt haben und alle anderen mit Stickstoffbakterien nicht. Letztendlich der Rohproteinwert wird da auch nochmal einen entscheidenden Faktor geben, wenn die Stickstoffbakterien auch ja jetzt noch weiter Stickstoff fixieren, dann müsste sich der Rohproteingehalt gerade jetzt immer weiter erhöhen, weil je mehr in die Kornfüllung rein Stickstoff vorhanden ist, desto mehr erhöht es den Rohproteingehalt. Ne? Habe ich schon mal gesagt. Das heißt, fährt man vor dem Blühen, also während des Fahrenblatts nach dem Ehrenschieben, fährt man da nochmal eine Gabe, erhöht man die Kornfüllung. Ab dem Blühen, je weiter Richtung Kornfüllung, erhöht man dann den Rohproteingehalt. Was ist das Wichtigste daran? Rohprotein entscheidet maßgeblich die Klebeeigenschaften des Weizens und damit ja auch die Backeigenschaften. Das ist ganz wichtig, Weizen ist nicht gleich Weizen, der hat unterschiedliche Eigenschaften. Das muss da auch passen, ne? Die Backeigenschaften. Genau. Aber schöne Ehren, ne? Wenn man das sieht, ich habe keine kleine Hand, ne? Ich habe eigentlich echt eine große Hand. Ich bin echt begeistert hier von dem Weizen. Generell von dem Weizen dieses Jahr. Aber ihr seht, hier braucht er halt schon noch seine guten 3 Wochen. Da, wo wir eben gucken waren, den könnten wir wohl in 2 Wochen dreschen. Aber der hier, der hat jetzt auch geiles Wetter, muss man sagen. Der ist wirklich noch grün, da sind die Blätter noch grün. Der füllt jetzt noch, der gibt ja richtig Gas nochmal. Jetzt soll es zwar nochmal warm werden Ende nächster Woche. Eine Hitzewelle kommt wohl, so wurde es hier angekündigt. Da werden wir noch mal sehen. Auch dann wird ihm da irgendwann der zuschnürende Hals. Aber ansonsten, geiler Weizen. Echt. Tut auch mal gut, sowas zu sehen und nicht immer so eine Hitzeschäden nur und so eine Sandkuppen. Wir fahren jetzt mal zu den Sonnenblumen. Sehen auch brachial gut aus. Bombastisch gut. Echt große Ehren. In verrückter Weise ohne Wachstumsregler. Also alles, was wir hier gemacht haben, ist Gärreste gefahren. Wir haben eine frühe Gabe gefahren mit 70 Kilogramm Stickstoff. Dann haben wir ungefähr im BBCH 33, nochmal so 20 Kilogramm Stickstoff gegeben, flüssig. Und dann haben wir nochmal in der Ehrenbehandlung auch nochmal 5 Kilo gegeben. Aber flüssig, die haben natürlich auch einen höheren Effekt, weil die direkt aufs Blatt aufgenommen werden. Oder weil es direkt aufs Blatt aufgenommen wird, kommt da wirklich jeder Milliliter an Stickstoff an, den wir haben wollen. Weil der geht nicht erst über den Boden und wird nicht irgendwie erst fixiert oder so. Der ist direkt verfügbar. Ist bis jetzt eine Strategie, die mir bombig gut gefallen hat. Ich habe bei jeder kleinen Maßnahme, gut, so viel war es nicht. Aber wir haben ein bisschen Stickstoff über das Blatt mitgenommen. Also wir haben hier gefahren eine Herbizidbehandlung ganz normal. Da haben wir gedüngt. Dann haben wir eine Ehrenbehandlung gefahren mit einem Fungizid. Dazwischen gab es gar nichts. Es gab auch keinen Wachstumsregler. Und der sieht gut aus. Der sieht echt gut aus. Da bin ich so gespannt, Leute. Bin ich so gespannt. Ich will euch auf jeden Fall das alles auch nochmal mit Ertragskartierung immer nochmal zeigen. Hier diese Seite, Nachbarbetrieb. Nachbarbetrieb hat den übelst fetten Bestand gehabt im Frühjahr. Richtig krasser Weizen. So, aber jetzt ein bisschen die Trockenheit hat sie ihn da komplett zerlegt. Ne? Seht ihr selber da auch so ein bisschen dunkle Stellen mit bei. Hat auch kleinere Ähren als ich. Obwohl die Seite da den besseren Boden hat. Also in die Richtung wird der immer besser. Und da sieht meiner wirklich besser aus. Also das ist Game Changer.
Game Changer. Ein bisschen was geändert, so seit 2018, muss man echt sagen. Wir hatten ja nicht viel mehr Regen als 18. Ganz, ganz wenig. Vielleicht ein bisschen besser verteilt, weil es gab immer mal so 5 mm. Das hat die Bestände schon so gut vorangebracht. Aber im Groben und Ganzen haben wir wirklich vieles anders gemacht. Andere Düngestrategie, kein Wachstumsregler. Dann ein bisschen andere Sorten, mehr Einzelkorn, Einzelehrentypen, keine Massetypen. Tja. Gärreste geschlitzt, gefällt mir mega. Gefällt mir echt super, super krass gut. Gut, Leute, wir sehen uns bei den Sonnenblumen. So, hier sind wir. Was mir ein bisschen ärgert, Rand ist ein bisschen dreckig. Ich habe das Gefühl, bei mir kommt an der Spritze im Rand ein bisschen weniger raus. Wir wollen da jetzt auf jeden Fall noch die Dichtung von den ganzen Teilbreiten durchwechseln. Und dann läuft das vielleicht auch. Aber ansonsten sind die Sonnenblumen Garant für hohe Erträge. Die stehen wirklich perfekt bis zum Rand, über die gesamte Fläche. Sehr gesund sehen die aus. Jetzt haben die hier langsam schon die Blütenköpfe. Hier war ein bisschen was mit Blattläuse im Frühjahr oder beziehungsweise ja, Ende Mai ungefähr. Das hat sich aber alles gegeben, hat sich alles verwachsen. Und ja, dann kamen nachher auch die Marienkäfer und dann haben die Blattläuse da auch keine Chance mehr. Ja, ein bisschen Unkraut, das nervt mich so ein bisschen. Hier habe ich tatsächlich nur Vorauflauf Totalherbizid gemacht. Kein Bodenherbizid. Und habe ja die Option, das hier ist eine pointerresistente Sorte gewesen. Hätte die Option gehabt, im Nachauflauf da ein bisschen was reinzufahren. Da war die aber sauber. Und das ärgert mich so ein bisschen. Da war die sauber und dann nachher, als sie Reinschluss gemacht hat, dann hatten wir dann auch zu dem Zeitpunkt Niederschlag bekommen und dann kamen die Kräuter und dann sind die natürlich nach oben geschossen und naja, nächstes Jahr sind wir schlauer. Dann machen wir vielleicht zum nächsten Jahr noch mal ein bisschen was. Aber im Prinzip funktioniert diese Strategie auch. Also Totalherbizid, sauber gelegt und kann euch eins sagen, das ist hier Mastiz-Genetik. Und ich habe ja 6 Sorten Sonnenblumen, also auch mal nur eine Bahn von einer Sorte zum Versuch und so. Und das ist mit Abstand die beste Jugendentwicklung hier von dieser Sorte. Ich habe sie auch auf einem anderen Standort, wo sie noch am Vorgewende steht. Da verträgt sie anscheinend auch besser Bodenherbizide. Und also wirklich, da war der Reinschluss, die andere hat da 10 Tage länger gebraucht, um den Reinschluss zu bekommen. Top Genetik. Die anderen sehen jetzt auch gut aus, keine Frage, aber keine sieht so perfekt aus wie dieser Bestand hier. Diese 42 Hektar, das wird so krass aussehen, wenn die blühen. Also wirklich, auch wirklich einen einheitlichen Feldaufgang. Bombe. Hier haben wir ja auch gewalzt mit der Güttlerwalze. Man muss da sagen, die tut der Sonnenblume wirklich gut. Da kriegt man nochmal einen deutlich besseren Feldaufgang hin. Ja, muss man echt sagen, das tat der ganzen gut. Dann haben wir auf den anderen, wir haben ja 42 Hektar, 52 und 18 Hektar. Das sind unsere Sonnenblumen. Die auf den 18 stehen auch sehr gut. Aber die stehen schon nahezu perfekt hier. Von daher, alles richtig gemacht. Genau, hier war, alle anderen habe ich mit einem Vorauflaufherbizid noch gemacht, mit einem Bodenherbizid. Hier haben wir halt die Option, das ist das wirklich Schöne, hier kann man später nochmal reinfahren und die sauber spritzen. Dadurch, dass die Pointer resistent ist, haben wir nochmal ein Mittel, um hinterher durchzufahren und das wirklich auch sauber zu kriegen. Das ist auch mit Abstand die günstigste Variante. Das Bodenherbizid ist schon sehr, sehr teuer, ungefähr 100 Euro auf dem Hektar. Immer noch ein bisschen kurzatmig von der Grippe. Ja, auf jeden Fall gefällt mir diese Variante sehr, sehr gut. Die Sonnenblumen sind super gesund und sauber. Mastiz ist in diesem Fall immer keine Werbung. Ich habe die bei denen bestellt, auch bezahlt, ganz normal. Von daher muss ich es jetzt nicht als Werbung kenntlich machen. Gut, gefällt mir echt gut, die Genetik. Jetzt ist nur noch entscheidend nachher, was sie am Ende dreschen, wie sie dreschen. Und dann sehen wir weiter. Jetzt fahren wir noch mal zum Mais gucken. Ein ganz wichtiger Punkt. Zum Thema Häcksler wollte ich letztens AKF schon erzählen. Ja, das Problem ist gefunden, das Problem ist behoben, laut Werkstatt. Habe ich im Vlog erzählt, der Vlog, der jetzt zukünftig kommt, da habe ich das schon erzählt, was war. So, dann gucken wir mal hier rein.
wie es hier so aussieht. Ich habe das schon einmal gevloggt. Also wundert euch nicht, im Vlog kommt das auch. Da haben wir aber ein bisschen zeitlichen Delay drin. Da waren wir jetzt hier schon Mitte der Woche drin. So. Gucken wir doch mal hier, wo wir was haben. Wir haben hier auf jeden Fall, da sind sie doch schon. Da, das ist ein weiblicher Maiszünsler. Und da ist ein männlicher. So, wir gucken mal, dass ich das für euch aufs Handy hier bekomme. Und dann gucken wir mal gleich, ob wir hier auch... Na, das ist ein bisschen schwierig, Leute. Das ist ein bisschen schwierig, das hinzubekommen. Ich habe wahrscheinlich die Aufnahme noch auf dem Handy. Da kann ich das zeigen, habe ich auf jeden Fall, die weißen sind sehr hell. Die weiblichen sind sehr hell und die männlichen sind sehr dunkel. So, auf jeden Fall müssen wir unter die Blätter gucken. Sehr kleine Gelege. Und ich gucke jetzt einfach mal hier nach und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, hier habe ich es mal gefunden. Da ist das Gelege. Ich werde das jetzt nochmal mit dem Handy gegen aufnehmen, um euch das jetzt hier einmal... So. Da haben wir auf jeden Fall eins gefunden. Das heißt, ich kann jetzt Bescheid sagen. Das sieht da fast auch so aus wie ein kleines Gelege. Ich kann da jetzt Bescheid sagen, dass sie Eier gelegt haben und dass wir die nächsten Tage jetzt hier fliegen. Ich werde die Tage jetzt hier auch vorbeikommen. Das werde ich nachher noch machen und hier mal ein Kügelchen reinwerfen für die Raupe oder für die Schlupfwespe. Für die Schlupfwespe und kann euch sozusagen dann auch zeigen, wie da denn hoffentlich keine Larve rauskommt vom Maiszünsler. Okay, das war jetzt das einzige Gelege, was ich gefunden habe. Oder zwei haben wir jetzt gefunden. Ist jetzt auch momentan sehr, sehr kühl. Vielleicht ist das ein bisschen verhaltener. Ich werde das jetzt einfach so weitergehen. Da bin ich noch nicht so der Experte. Die werden jetzt sicherlich sagen, ja, okay, wir fliegen nächste Woche oder wir warten noch einen kleinen Moment. Was ich euch aber auf jeden Fall zeigen will, was für einen krassen Satz der Mais jetzt gemacht hat hier bei uns. Zack. Und weg bin ich. Komplett Striptil, kein mineralischer Stickstoff. Nur Kieserit als Unterfußdünger. Und dafür sieht es hervorragend aus, muss ich sagen. Dafür sieht er wirklich hervorragend aus. Ist wirklich eine wirklich homogene Fläche hier. Bombastisch gut. So steht er überall. Also, Striptil ist begeisternd, Leute. Wenn man da sich ein bisschen eingespielt hat und hat eben das ganze technisch herausgefunden, wie man das umsetzt und wie man das auf seinen Betrieb umsetzt, dann ist das sehr begeisternd. Also, mit diesem minimalen Aufwand, diesen tollen Bestände hinzubekommen, das ist schon eine coole Sache und hat viele positive Effekte. Wir hatten ja hier nun letzte Woche auch schweren Niederschlag, auch richtig stark Regen und ist in diesem Bestand ist nichts passiert, Leute. Der Boden liegt noch exakt da, wo er vorher auch war. Das ist brillant. Das ist wirklich brillant. Das ist wegweisend, diese Technologie, weil sie wirklich vieles anders macht, vieles moderner anpackt. Ist unfassbar effizient und bringt auch gute Erträge mit sich. Das ist ja auch nochmal das, was man will. Ne? Gerade jetzt, wo wir die letzten Wochen auch wirklich diese warmen Temperaturen 35 Grad hatten. Ne? Als wir das Ding aufgestellt haben, waren wir hier und haben die einrollenden Blätter gesehen. In der Woche hat er wirklich massiv zu allen anderen Nachbarbetrieben aufgeholt und hat die überholt. Gut, Leute. Das war's in dieser Folge. Vlogs. Wir müssen mit der Praxis ein bisschen vorankommen, sonst gibt es nichts zu vloggen, ne? Das ist ganz klar. Also wir warten momentan so jetzt, dass dann die Gerste ab ist, dass wir die Zwischenfrucht drillen können, dass wir uns dann vielleicht schon mal Richtung Weizen bewegen. Ich dresche den Raps bei uns immer nach dem Weizen, lass den wirklich bis zum Ende da richtig durchreifen. Und ja, solange ist in den Vlogs ja auch nicht viel los, wisst ihr ja selber. Und dann wahrscheinlich kommt es dann nochmal mit mal. Was ich euch sagen kann, habt ihr auch gestern in der AKF gesehen, der Line Dotter wird wahrscheinlich auch in zwei Wochen soweit sein. Also da kommen wir auch voran. Wir haben eine Ölmühle gestern bekommen.
eine Ölpresse, werdet ihr in den Vlogs die nächsten Tage auch ein bisschen mehr sehen. Gut, Leute, bis dann.